jetzt hier im Essenscamp von dem Kochkollektiv, was hier an der, auf der slowenischen Seite der kroatisch-slowenischen Grenze versucht, die Geflüchteten mit warmen Mahlzeiten zu versorgen, die hier aus Kroatien ankommen und hier zum Teil mehrere Stunden, auch mal mehrere Tage verbringen. Das wechselt sehr, je nach Woche. Und wir hatten hier schon einige sehr dramatische Szenen, die hier stattgefunden haben an diesem Grenzabschnitt. Aber das Kochkollektiv ist einfach hier erstmal, um die Menschen zu unterstützen, zu versorgen und ihnen hier so ein warmes Willkommen zu bereiten. Könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid? Also ich heiße Henk, das ist Sonja. Und wir sind jetzt seit einer Woche hier. Und wir sind hier bei Doboka. Der große Ort hier an die Grenze. Das ganze Equipment ist jetzt schon viel unterwegs gewesen. Die Crew vor uns hat bis zum Schluss eigentlich versucht, in Ungarn, bevor die Grenze geschlossen wird, den Leuten zumindest in diese Züge rein noch Essen zu reichen. Das hat ein Stück weit funktioniert, bis die Grenze total zugemacht wurde. Dann hat die Gruppe, die zu der Zeit da war, entschieden, dass es gut ist, an die kroatisch-slowenische Grenze rüberzufahren. Und das ist jetzt auch hier in Kroatien-Slowenien an der Grenze schon der zweite Standort. Also hier gegenüber ist die kroatische Seite. Wir sind auf der slowenischen Seite. Und diese Baumreihe ist also umzäunt so einen kleinen Fluss. Die Menschen sind in Kroatien auf der kroatischen Seite in Zügen angekommen, immer 1500 Leute circa per Zug. Dann über diese grüne Grenze zu Fuß auf diese Seite begleitet worden, gejagt worden, muss man sagen, und sind dann hier hinten übers Feld angekommen, mussten durch den Fluss und dann hier in diesen Gitterverschlag. Hier standen noch 6 Räumpanzer, Armee war da, voll ausgerüstet, auch mit Maschinengewehren, Polizei war da. Die Leute sind ungefähr 3 Stunden hier in diesem Kessel gewesen, unversorgt und dann quasi über diesen Weg hier, auch nachts im Dunkeln, rausgeführt worden in Armeebegleitung, so Spalier, begleitet von berittenen Polizisten und dann entweder 8 Kilometer mussten sie laufen bis nach Brzić, das war ein Camp, oder circa 2 Kilometer bis nach Dobova. Da gibt es auch 2 Camps, je nachdem, wo gerade Kapazitäten frei waren. Wir haben sehr viel mit dir geredet, die zum Beispiel erzählt, wo die überhaupt sind. Die wissen das nicht, wenn die hier ankommen. Und die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Und das ganze kleine Camp hier mit dieser Küchencrew ist jetzt auf dem Grundstück eines von freundlichen Menschen, die gesagt haben, ihr könnt hier in unserem Garten sein, auch unser Wasser mit nutzen. Das heißt, die Akzeptanz und auch die Freundlichkeit innerhalb der Zivilgesellschaft hier ist zum Stand jetzt ziemlich hoch. Es ist ein bisschen so, dass hier angefragt wurde für eine Wiese von einem Bauern, die für eine Zeit lang gemietet werden sollte. Das war erst so abgemacht, dann hat er ein bisschen gesehen, was das für Equipment ist, dass er ein Zelt zugehört und hat vielleicht die Größe erst verstanden. Ist dann zurückgerudert, hat sich auch überlegt und auch die Stimmung im Dorf war eher so nicht so gut. Hat aber die Familie hier im Haus entschieden, das ist uns so wichtig, dann machen wir das halt in unserem Garten. Ich glaube auch, dass es hier unterschiedlich ist. Das hat auch, glaube ich, so mit Stimmungsschmack zu tun. Wir haben einfach Angst. Da wird in der Presse sehr schrecklich geschrieben über irgendwie die Refugee-Ströme, die kommen und was weiß ich, was die alles mitbringen und machen. Und natürlich ist so ein etwa chaotisch aussehende Truppe, die hier dann kocht, ist auch irgendwie was Fremdes, was die Leute nicht kennen. Das ist so ein bisschen gerade hier unsere Station, wo wir auch mit den Töpfen losfahren zu den Zügen und die Camps, je nachdem, wo wir eine Chance haben, reingelassen zu werden, wo es da wirklich doll gebraucht wird. Es gab einen großen Bedarf an medizinischer Versorgung. Die Leute hatten kaputte Füße, sind schon lange unterwegs. Viele waren krank, erkältet. Kinder waren krank. Die mussten abreisen, wurden gestoppt. Und sowohl die Ärzte ohne Grenzen als auch UNHCR haben erst hier am Mittwoch aufgebaut. Und das Camp ist seit Dienstagnacht eigentlich nicht wieder gefüllt worden mit Leuten. Das heißt, sie waren definitiv zu spät. Es war immer ein Mensch vom UNHCR zwischendurch vor Ort. Der hat gesagt, sie sind hier nicht richtig zuständig, weil Slowenien Land ist, was
die Organisation solcher Transitlager quasi selbst in der Hand haben müsste. Die Leute haben keine Versorgung gekriegt. Das Rote Kreuz war da, hat aber nichts gemacht. Die Leute haben auch keine trockene Kleidung gekriegt. Die Sachen, die wir mitgebracht hatten, auch die Kochsachen, hatten wir hier vor Ort. Wir dürften nur ab und zu ran, um Leute was zu geben. Die Polizei und das Militär hat richtig Angst für Krawalle und so. Total unbegründet. Wir können alle drei Stunden 1000 Liter, 1000 Portionen Essen irgendwie an die Leute geben und wir dürfen es nicht. Also es hat sich jetzt in letzter Zeit ein Stück weit verbessert, aber es kann sich jetzt auch wieder schnell verschlechtern, meinst du? Ich glaube nicht, dass sich die Situation in den Camps gerade verbessert hat. Ich glaube, dass sich die, dass sie sich noch mehr abschotten, weil eben auch die Medien natürlich draufgehalten haben, gezeigt haben, wie es abläuft und die Regierung unter Druck gerät und noch mehr zugesehen wird, dass diese Bilder nicht nach draußen geraten. Wir werden vor allen Dingen auch versuchen, Infos an die Leute rauszugeben. Das ist für uns so ein wichtiges Ding, dass die Suppe eigentlich auch eine Möglichkeit ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir verweisen gerne auf diese Welcome to Europe Internetseite, weil da die Möglichkeit ist, dass die Leute sich selber Infos auch holen können, je nachdem, welche Länder die wollen, welche Sprachen die sprechen, ist es da die Möglichkeit, irgendwie sich auch informell selbst zu ermächtigen und zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade, ich kann mir das auch verlieren, aber den auch an die Hand zu nehmen, wo sie mit weiterführen können. Ja, dann vielen Dank für eure Arbeit hier, viel Erfolg beim Kochen. Wenn ihr noch was sagen wollt, jetzt ist die Gelegenheit dazu. No borders. No borders, no nations. No nations. Alles klar, vielen Dank und dann bis dann. Okay.